Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Raft. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, Lieben, auf geht's. Balboa wartet. Ich habe uns soweit gut vorbereitet. Wir haben zwei Speere dabei, zwei Bögen dabei, ein bisschen Munition dabei, Schaufel, Axt dabei, unseren Netzwerfer, zwei Netze für die Bienen, die wir hier ja einfangen können. Und dann kam von euch noch die Info rein, es gibt ja auch eine Heilsalbe, die man einfach aus den Eiern und ein bisschen Ton machen kann. Da habe ich uns auch mal ein bisschen was hergestellt. Wir haben zwei Lampen dabei, falls es dunkel wird. Ich hoffe, das reicht. Jetzt essen wir noch kurz was und dann geht's direkt los. Ohne lange warten, ohne lange reden. Wir essen am besten gleich zwei hiervon, um richtig gestärkt zu sein. Du kommst mal kurz weg. Futter mal zwei hiervon. Eins und gleich noch eins obendrauf. Und... ja, Smoothie reicht ein, aber was wir trinken haben wir ja dabei. So, das wieder hier hin. Pfeil, Bogen, Speere, Netze, Helmlampen, Rucksack. Wir sind gut so. Obwohl, wir könnten uns... nee, wir könnten uns auch noch so eine Weste bauen, das machen wir jetzt nicht. Könnten wir zwar, aber es geht auch so. Das geht auch so. Heilsalbe haben wir dabei. Einmal nach vorne. Und dann geht's los. Ich glaube, jetzt kommen wir noch endlich an Biokraftstoff über die Bienen, ne? Und ihr habt geschrieben, dass es gut ist, dass wir so viele Hühner haben und auch so viel Eierüberschuss, weil wir den auch für den Bio, weil wir die auch für den Biokraftstoff brauchen können. Also super, das ist ja gar nicht schlecht. Dann können wir ja doch bald einen eigenen Kühlschrank machen, nur für die Eier. Und auch ruhig noch ein paar Hühner mehr einfangen. Wenn wir die brauchen können für den Biokraftstoff noch und auch jetzt fürs Herstellen von Heilsalbe, ist das super. Liegt doch jede Menge Schrott hier unten rum. So. Von der Seite sind wir noch nie angekommen, Leute. Wir sind in den ersten beiden Staffeln auf jeden Fall... hier eine Schubkarre rum. Da steht eine Schubkarre rum. Können wir die benutzen? Schade. Schade, das wäre ja cool gewesen, wenn wir die jetzt hätten benutzen können. Wir sind immer sonst von der Schluchtseite angekommen in den anderen Folgen. In den anderen Staffeln. Gucken, dass ich mich jetzt hier nicht zu sehr verlaufe. Da war auch schon das erste Warnschild mit den Bären. So, Taschen haben wir, Taschenplatz haben wir genug. Wir können auf jeden Fall ein bisschen was mitnehmen. Ein bisschen was können wir mitnehmen. Bevor wir zurück müssen. Axt habe ich da, Axt haben wir dabei, gut. Weil ich meine... ach, das ist nur ein Schild, da steht da oben nur ein Schild. Man konnte doch hier auch ein... konnte man hier nicht auch die Birken und so fällen? Lass mal kurz orientieren hier. Ich glaube, da geht es nicht zur Schlucht rüber. Das war einmal nach gucken... ist das ein Bär? Oh, das ist schon der schlimmste von allen. Wir sind schon direkt an der Höhle hier von Mama Bär. Oh, 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 oh. Alles klar, da gehen wir erstmal nicht lang. Die muss man noch später irgendwie ablenken. Ist das nicht schon hier Futtertrog hier vorne? Das ist er doch schon. Ja, das ist der Futtertrog von Mama Bär. Okay, da müssen wir erst später erstmal wiederkommen. Hier, irgendwelche von denen, oder waren es die hier? Die waren es. Die kleinen. Weil ich meine, es gab doch... es gab auch andere Bäume zum Einpflanzen. Oh, wie gut. Wird auf jeden Fall Zeit, dass wir dann unser Oberdeck auch fertig machen. Bär! Bär auf 12! Oh, das war... eigentlich immer nur warten, bis der einmal so angreift. Ein Stück nach hinten gehen und dann war es das schon. Weglaufen darf man nicht, dann geht es auf jeden Fall nach hinten los. Oh, und auch nicht so nah dran stehen bleiben. Gut, dass wir Heilsalbe mitgenommen haben. Das ging jetzt noch, jetzt nehmen wir noch keine. Es wird natürlich gleich dunkel, super. Mist, aber wir haben ja unsere Lampe dabei. Und da vorne haben wir schon die ersten Bienen und den ersten Ho... und den zweiten Bär... wieso? Das war es gleich für unseren ersten Speer. Ich glaube, ich hätte drei Speere mitnehmen sollen. Wo bist du denn jetzt noch hergekommen? Oh, nicht gut. Wieder eine Treffer. Wieder eine Bärenpranke eingesteckt. Kommt da jetzt noch einer um die Ecke geflitzt? Nee, jetzt reicht es. Wir setzen die Lampe auf. Ist zu dunkel hier. Mach mal Licht an. Viel besser. So, Honig.
Die Bienen werden ja jetzt hoffentlich nicht sauer, wenn wir ihn so mitnehmen. Nee. Komm, Netzwerfer kurz mal raus. Und Insektennetz rein. Hallo. Oh, das ist ja richtig viel Honig. Haben wir? Die haben wir schon mal. Oh, wie gut. Können wir unsere ersten Bienenstöcke aufstellen? Kommst du mit? Noch mehr lecker Honig und super Bienen. Oh, das war daneben. Komm mal ein Stück weiter runter. Das wollen sie nicht mehr. Doch, jetzt. Jetzt hauen sie ab. Hier kommt zum Licht. Hier, wo die Lampe leuchtet. Wieso sind die so weit oben unterwegs? Jetzt. Kommt ihr mal bitte da runter? Ich würde euch gerne einfangen. Und wir haben auch gleich ein... Achso, ja, Bienenglas. Da sind die Bienen drin, ne? In unseren Bienengläsern. Guck mal, wir haben schon 9 Stück. Ich weiß nicht, wie waren das? Mit den Bienen. Das hat man nicht mehr ausprobiert, ne? Da hat man nicht mehr... Wir hatten zwar Bienen gefangen, aber ich glaube, wir hatten keinen... Das mit den Bienenstöcken. Da war, hat man nicht mehr reingeschaut dann. So. Okay, wir sind... Von da hierher gekommen. Dann gehen wir jetzt hier rum weiter. Gucken sowieso erstmal ganz in Ruhe um. Axt haben wir noch in der Hand. Können wir dich mitnehmen? Nee, die wieder nicht. Die da vielleicht? Hm. Ist auch irgendwie komisch, dass man manche fällen kann und manche nicht. Nee, man kann nur die ganz schmalen. Mit dir hier? Bist du auch zum... Nee, du bist auch nicht zum Fällen. Na gut. Sagt die Batterie. Sagt, ist noch gut. Speer sagt dafür, ich bin schon gleich kaputt. 2! Warum kam denn hier aber auch gleich... Das ist nochmal eine zum Fällen. Hier die ganz kleinen, die können wir mitnehmen. Kam denn hier auch gleich 2 Bären angeflitzt? Oder ist da direkt nochmal einer neu gespawnt? Oh, guck mal, noch eine. Und hier, Moment. Wildbären. Das sind die, die wir brauchen, um Mama Bär abzulenken. Dann konnten wir in die Höhle rein. Oh, das ist auch so gut. Es gab jetzt auch so viel zu entdecken. Und es gibt ja jetzt mit Sicherheit noch mehr zu entdecken. Bin dann mal gespannt, wann wir unseren nächsten Überlebenden treffen. Bis jetzt hatten wir nur... Den Namen schon wieder vergessen. Taya oder so ähnlich. Getroffen auf dem am ersten Storypunkt da. Auf dieser Plattform. Ah, hier ist die Schluchtseite. Da kommen wir jetzt aber, glaube ich, hier würde ich... Weiß nicht, kommen wir da so rum? Ich glaube, das ist keine gute Idee. Ich glaube, wir sollten lieber innen lang laufen. Alles klar, sind wir hier einmal rum. Von da kommen wir sonst immer rein. Das heißt, wenn wir jetzt hier innen dem Weg folgen, müssten wir eigentlich auf der Kreuzung sein, auf der wir sonst auch immer angekommen sind. Dann gehen wir nämlich von da aus los. Da sind dann auch die Wegweiser gewesen. Kann man sich ein bisschen besser orientieren. Vielleicht können wir sogar hier oben einfach rüberhüpfen. Können wir. So, dann sind wir wieder hier. Ja, dann sind wir wieder auf der... Oh, da wollen wir gleich... Na, wenn wir jetzt schon mal die Gelegenheit haben und hier sind, sollten wir da vielleicht einfach mal ein paar Bären reintun. Gucken, ob das schon reicht. Da hinten sitzt sie. Da sitzt sie. Benötigt 5. 3-mal haben wir schon aufgefüllt. Gab sich sogar hier unten auch irgendwo Wildbären. Okay, wir gehen erstmal hier weiter. Zweimal brauchen wir noch. Dann können wir sie ablenken. Ah ja, hier, super. Wegweiser. Ranger Station. Wir folgen erstmal dem Weg zur Ranger Station. Da fangen wir an. Auf geht's zur Ranger Station. Dim, dim. Ranger Station. Wir laufen hier weiter. Ich hoffe, ich übersehe jetzt nicht zu viel im Dunkeln. Das ist eine Fahrradklingel.
Oh, hier klingelt es irgendwo. Wir kommen näher. Wer klingelt denn hier? Hallo? Das muss da oben sein. Hier! Wieso klingelst du? Von ganz alleine? Jetzt haben wir es einmal benutzt. Oh! Took Chain, sorry. Ha, er hat die Kette genommen. Die Kette vom Hinterrad. Aha! Okay. Bin jetzt recht gespannt, ob es hier Überlebende gibt. Da haben wir einen. Von der pelzigen, bezahnt, bekreiten Sorte. Au, nee. Abstand. Schön Abstand. Jetzt gibt's aber auch noch mal Leder und Fleisch. Haben wir dich auch? Bär Nummer 3. So, wo geht's denn jetzt hier weiter zur Ranger Station? Nach da oben. Oh, was haben wir denn hier? Henry Stuff. Keep out. Henry hat einen alten Außenbootmotor. Motor hier, so einen kleinen. Und sonst nichts. Und ein Zelt. Ein schickes, ganz, naja, ein ganz brauchbares Zelt. Alles klar, Henry. Ich habe auch kein Interesse an deinem kaputten Motor. Wir haben Schaufelradantrieb. Wir sind voll mobil. Ist alles super. Mussten wir jetzt hier hoch zur Ranger Station oder unten dem Weg folgen? Wir gehen jetzt mal hier hoch. Ah, sehr schön, es kommt, die Sonne kommt wieder raus. Super. Oh, guck mal, wie schön das aussieht jetzt hier oben. Mit dem Sonnenaufgang, da mit dem Rot in den Bäumen. Ich bin bestimmt schon an ganz vielen Wildbären vorbeigelaufen, die wir hätten sammeln können. Oh, stimmt. Hier oben war ja alles verseucht. Gucken wir mal Licht aus. Ich glaube, jetzt schon hell genug. Hüpf. Darüber. Au. Die gehen auch immer unter die Dinger, sobald wir draufstehen, ne? Die schwimmen nur, solange wir da nicht draufstehen, so am dicken Hintern. Ab. Boah. Geschafft, einmal ohne die Socken anzusengen. Sehr schön. Das war die Relaisstation. Das ist beides hier. Relaisstation 1 und Rangerstation. Musste man die nicht irgendwie anschalten? War da nicht irgendwas? Moment. Oh, ist das gut. Sollen wir mal ein Foto machen hier von der Relaisstation? Dann, wie viel Platz haben wir noch? Nicht mehr so viel, wie ich gerne hätte. Hallo. So viel Plastik. Ich weiß nicht, ob wir das mitnehmen sollen bei dem Platzmangel, den wir jetzt schon haben. Oh, die würde ich mitnehmen. Die würde ich so... Hier, sowas. Warum können wir sowas nicht selber bauen? Liebe Entwickler, schnell nochmal... Vielleicht nochmal so ein Update nachgereicht. Mit noch mehr Deko-Objekten. So jede Menge Metall... Plastikschrott. Da ist noch eine Nachricht. Keine Überlebenden. Okay, dann lesen wir es mal durch. 3 months ago. My sister Astrid and I were put in charge of the ranger station on Balboa. We handled the bear population and kept the relay towers operational. The next shift was meant to start weeks back. But the replacements never showed up. Henry suggested that I start writing things down after Astrid disappeared, so that I'm not feeling so lonely anymore. Okay, Astrid und Bruno, und jetzt ist Astrid verschwunden. Und erst allein hier, die Ablösung kam nicht, dann saßen sie hier fest. Wir machen mal... Eine von 3 Relaisstationen ist aktiv. Komm, wir nehmen das jetzt hier nochmal. Noch erstmal nehmen wir es mit. Und wenn der Platz knapp wird, dann... geht als erstes mal der Plastikschrott raus. Okay, eine Relaisstation läuft. Station 2 haben wir hier. Dann gab es noch Station 1 und Station 3 höchstwahrscheinlich. Oh, wir können hier oben rauf. Tada! Hallo? Ach, schade, ist nichts drauf. Na gut, wir sind jetzt hier drauf. Und hier hinten haben wir noch einen Generator und sonst nichts.
Alles klar, weiter geht's. Ich mache jetzt mal ein Foto hier. Und zwar so. Und Foto. Sehr schön. Weiter geht's. Was war das denn? Moment, haben wir hier vielleicht jetzt noch was übersehen? Ich habe hier irgendwas übersehen. Dass hier irgendwo ein Bauplan rumliegt. Den ich nicht gesehen habe. Oder noch eine Kassette oder so. Lieber nochmal ganz gründlich gucken. Da liegt auch nichts. Da liegt auch nichts. Nee, ich würde sagen, wir haben hier gründlich genug geschaut. Alles klar, weiter geht's. Runter zur Ranger-Station. Au. Dumm. Oh, ist das gut, ist das gut. Ah, platztechnisch ist noch nicht so gut. Okay, dann geht's hier drüben weiter. War das ein Schuss? Hallo? Benötigt eine Glühbirne. Hallo? Oh, Bauplan. Biokraftstoffraffinerie. Da ist sie. Da ist sie. Was ist dunkel hier drin? Aber Lampe wieder auf hier. Brunos Sägeblatt. Brunos Schraubenschlüssel und Brunos Hammer müssen wir hier wieder hinhängen. Okay. Das ist auch cool hier, ne? Das hat schon was. Okay, die nächste Nachricht. Hier ist eine Notiz. Okay, gucken wir mal kurz. Was haben wir da gefunden? Das hier? Ja, das hat er vorgelesen. Also haben wir das hier gefunden. Programm. Na gut, wir haben das Programm gefunden. Das läuft also an den jeweiligen Tagen. Wissen wir schon mal, was wir gucken und hören. Okay. Hier fehlt uns eine hier fehlt Werkzeug und eine Glühbirne. Was haben wir da oben noch? Moment. Wir haben auf jeden Fall aber den Bauplan für die Bio-Kraftstoffraffinerie gefunden. Ist das gut? Hier, geh mal kurz. Das müssen wir direkt mal wegfuttern. Jetzt sind die Taschen schon echt ziemlich voll. Das geht runter. Rote Melone? Komm, wir stärken uns nochmal. Wenn wir hier gerade solche Sachen finden. Oh, wie lecker. Auch ein neuer Smoothie. Den kennen wir schon. Erdbeer-Colada. Können wir rausschmeißen. Und dich können wir doch auch rausschmeißen. Bist du automatisch jetzt schon in unserem... Buch. Ja, ist es. So, das können wir jetzt automatisch schon, das ist automatisch in unser Buch übertragen, wenn wir den Bauplan einmal haben. Okay, guck mal hier hinter der Hütte rum. Da sind nochmal Wildbären. Zwei Stück, genauso viel wie wir brauchen. Alles klar. Wir nehmen trotzdem nochmal. Zur Sicherheit nehmen wir nochmal mit. Wer weiß, wie lange die Futter hat an einer Ladung. Hier soll noch eine zweite brauchen. Okay, sehr schön. Das haben wir auch. Dann brauchen wir hier jetzt Glühbirne und Werkzeuge. Dann können wir hier, glaube ich, noch weitermachen. Da geht's nur zum Turm. Dann müssen wir zurück. Und unten den Weg, weil wir dann zu den anderen Relaisstationen erstmal folgen. Hopp. 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 Hoi, hoi, hoi. Hat geklappt. Alles klar, Speer wieder raus. Puh. Gibt es eigentlich Fallschaden in Raft? Ich weiß gar nicht. Wir wollen es auch nicht ausprobieren. Wir wollen es auch nicht rausfinden. Ich wusste, der ist wieder da. Ich wusste, du bist wieder da. Ja, dann komm her. Wir bauen uns dann beim nächsten Mal doch für den nächsten Rundgang hier einfach nur zur Sicherheit doch nochmal unseren Helm und unsere Weste. Einfach nur, falls was schief geht.
Du sagst bei Mama wer? So. Nochmal Leder, ein bisschen Futter. So, und da drüben haben wir dann Relaisstation 4 und 6. Alles klar, dann hier weiter. Aber die Lampe, naja, ist egal, die kann jetzt auch durchbrennen. Dann ist sie weg. Weg ist weg. Oh, gut. Oh, wie dings? Bienen müssen wir auch noch mehr finden, Bienen und Honig. Auf jeden Fall. Guck mal da oben, die Zugbrücke kann man schon sehen. So, wir müssen also nicht da runter gehen, aber trotzdem, weil hier noch eine Birke steht. Die wir mit, und da sind noch Bienen. Ich wusste, hier unten gab es irgendwie was, aber wir. Aber nicht den Weg zu den Relaisstationen halt. Oh, und die kann man, glaube ich, auch fällen. So, na, hier schleicht doch mit Sicherheit noch ein Bär rum, oder? Ich sehe ihn doch schon. Nee, doch nicht, ist ein Baumstamm. Ah, doch, nee, ist ein Bär. Ist ein dicker Bär an Hintern. Na, dann komm mal rüber hier. Wir müssen nicht nur zurück wegen den Taschen, wir müssen auch zurück, weil wir noch einen Speer brauchen. Wir brauchen noch zwei Stück. Drei Stück nehmen nächstes Mal mit. Und wir könnten ja auch zum Notfall und Bogen nehmen. Und dann noch zwischendurch mal so ein bisschen. Machen wir das sogar mal. Jupp, geht doch auch. Okay, nächster Bär, nächster Honig, nächste Bienen. Und die nächsten Bäume hier. Du kommst mit. Wird das gut? Birken haben wir jetzt schon. Ich glaube, dann diese kleinen Tannen oder Kiefer, die drüben, können wir auch mitnehmen. Und. Au, 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 au. Nee, nicht pieksen. Nicht stechen hier. Das ist nicht gut. Warum? Die muss ich doch eigentlich längst erwischen. Platz ist doch noch da. Ich war zu nah dran. Haben wir. So. Honig. Lecker, lecker, lecker. Und komm her, du warst doch zum Fällen. Hoffentlich kriegen wir gleich das Saatgut mit raus. Ja. Pinienzapfen haben wir. Okay, Pinien sind's. Davon brauchen wir auch noch mehr. Da sind nochmal Bienen. Oh, das läuft gut. Unsere Balboa-Runde läuft super. Und wir haben schon den Bauplan für den Biokraftstoff. So. Nee, jetzt sind sie wieder zu weit oben. Und habe ich euch? Sag, was brummt hier noch so der Honig? Hat der andere Honig auch schon so gebrummt? Ist mir nie aufgefallen. Ist auch schon die Bienen drumherum summen. Noch eine Pinie. Nee, hier ist die Ruhe. Hier ist gar nichts. Die Bienen sind still. Oh, wie gut. Das hat sich auch schon gelohnt. Wir haben auch genug Waldbären, um Mama Bär abzulenken. Da können wir also auch hin. Aber jetzt erstmal zu den Relaisstationen. Wird erstmal wieder dunkel und Taschenplatz wird knapp. Du kommst schon mal wieder auf den Kopf. Wir gehen nochmal weiter. Zur Not haben wir, können wir zumindest nochmal einen Inventarplatz mehr kriegen, indem wir Plastik rausschmeißen. Guck mal da oben, wir sind doch schon nah dran. Moment, hier ist, wo wir. Hier geht's runter in die Schlucht, das, wo wir sonst immer angelegt haben. Alles da, dann hier weiter. Hier geht's dann zu den beiden Relaisstationen hoch. So. Genau, einmal hier weiter. Da hinten waren wir vorhin schon. Hier oben steht doch irgendwo das Fahrrad. Wir gehen jetzt hier weiter. Noch eine zum Fällen, so wie es aussieht, eine Pinie. Ist das gut? Das ist so gut. So, da geht's mit Sicherheit nicht weiter. Oh, was haben wir da drüben noch? Noch so einen kleinen Unterstand. Wer hat hier gewohnt? Hier hat Bobby gewohnt. Okay.
Shh, Bear Stash. Siegeblatt! Und ein Bär. Aber stand ja auch an der Tür. Okay, wir haben eins von den Werkzeugen gefunden, was wir an der Ranger-Station brauchen. Hm. Au, 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 au. Au, 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 au. Oh, nee. Oh, nee, ungünstig. Nicht nach hinten laufen können, ist ganz ungünstig, wenn so ein Bär von vorne kommt. Das ist nicht die Höhle von Mama Bär. Nee, das ist sie nicht. Das ist eine andere. Hier haben wir auch nochmal Wildbären. Oh, habe ich eine Schaufel? Ich habe eine Schaufel mit. Oh, das ist natürlich auch groß. Das ist auch wieder super. Jetzt sind die Taschen auf jeden Fall gleich zu voll. Hier, guck mal, das geht auf jeden Fall raus, was wir da an Schrott drin finden in diesen Erdhaufen. Pilze nehmen wir auf jeden Fall mit. Ihr habt geschrieben, Pilze müssen irgendwie Saatgut haben. Haben wir noch nie bekommen. Das wäre echt super, wenn man die nämlich auch anpflanzen könnte. So, du kommst noch mit, du kommst mit. Und du kommst mit. Alles klar, jetzt ist es wirklich, wirklich langsam knapp mit dem Inventarplatz hier. Du noch. Okay, das war aber... Und der Speer ist auch hin. Nicht gut. Nicht gut. Was machen wir jetzt? Gehen wir erst nochmal weiter. Wir haben ja noch Pfeil und Bogen dabei. Das reicht auch, um uns die Bären vom Hals zu halten. Licht hält auf jeden Fall die ganze Nacht durch. Wir gehen nochmal weiter. Hoffen wir, dass der Inventarplatz reicht. Und die Augen noch offen, noch nach mehr Birken. So. Wo gehen wir denn zuerst hin? Richtung Relaisstation 6 gehen wir also. Hallo? Was machst du denn hier? Was machst du denn hier? Wie kommst du denn hier? Seit wann gibt's denn hier auch was zum Mitnehmen? Ich meine, ich habe die Netzkanone mitgenommen, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass hier was rumläuft. Nee, wir lassen das erstmal laufen. Vor allem, nee, unser nächstes Lama, wir gucken, suchen nach einem speziell, nach dem gestreiften oder anders fahrenden Lama auf jeden Fall noch unter einer Ziege. So, hier haben wir nochmal Bienen, da haben wir hier bestimmt auch nochmal irgendwo Bär. Nee, haben wir nicht. Oh, gleich zweimal. Ich glaube, wir kriegen genug zusammen, um mindestens gleich drei Bienenstöcke aufzubauen, so wie das aussieht. Komm mal mit. Ihr sagt ja nichts dazu. Oh, nicht so nah ran. Hammer. Und... Hammer auch. Super. Und wie viel Honig? Oh, aber Rezepte haben wir noch gar nicht mit Honig, ne? Nee, wir haben kein Rezept. Aber mal sehen, ob wir hier auch noch welche finden. Beim Händler hatte ich geguckt, da gab es jetzt nichts mehr, was wir noch nicht geholt haben an Rezepten. Da haben wir alles gekauft. Ich glaube, ich komme jetzt schon nach ganz oben zu der Zugbrücke. Ich hoffe, die Taschenlampe reicht. Dass es hier nachher doch zu dunkel ist. Oh, Pinie. Vielleicht haben wir keinen Platz, weil wir wegen zu den Planken. Ja. Ah. Und noch ein Bär. Er hat uns... Doch, er hat uns gesehen. Mist, wir haben es noch nicht gesehen, sondern es doch gesehen. Okay, das war's. Für unseren Speer. An diesem Bär. Jupp, alles klar. Ja, ist ja gut. Au, 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 au. So, zweiten Boden haben wir noch dabei. Auch noch.
aber viele Pfeile aus. Alles klar, den haben wir auch. Unsere Pfeile zurück. Du kommst auf jeden Fall nochmal mit. Ich hoffe, wir finden irgendwo eine Ecke, wo wir am besten direkt gleich von hier oben runterspringen können zu unserem Floß. Moment, wir sind von... Und noch eine Höhleneingang. Ah, hier brauchte man die Machete. Stimmt, die kriegt man hier auch irgendwie. Irgendwo kann man hier auf jeden Fall die Machete noch lernen. Okay, super. Gibt auf jeden Fall noch ein bisschen was zu entdecken hier. Ich habe gesagt, es dauert mindestens 2 Folgen. Bei Boa werden wir nicht schaffen in einer Runde. Da müssen wir nach oben weiter. Und da müssen wir auf jeden Fall einmal zurück zum Floß und nochmal neu vorbereiten. Für die zweite Runde. Dim. Hopp. Stimmt, wir mussten ja einmal so rumkraxeln, um da hochzukommen. Ne? So war das, oder? War das nicht so? Nee, hier rum auf keinen Fall. Ich habe irgendwo die Abzweigung jetzt verpasst hier. Wegen den Bären. Komm, versuchen wir nochmal hier hoch zu hüpfen. Irgendwo habe ich jetzt den... Oder nee, Moment, wir kommen nur hier durch, ne? Wir kommen nur hier durch zur Relaisstation. Durch den Durchgang. Natürlich. Wir brauchen also erst die Machete, bevor wir hier weiter können. So sieht's aus. Alles klar, dann zurück. Oh, ihr kommt mit. Zap. Ja, ja, das ist da oben dann verbunden. Wir müssen durch den Durchgang. Okay, dann müssen wir wieder zurück nach unten jetzt. Und dann erstmal zur anderen Relaisstation und gucken, dass wir da die Machete vielleicht zusammenbekommen. Aber vorher würde ich sagen, wir müssen zurück zum Floß. Ja, wir müssen auf jeden Fall vorher einmal zurück. Taschen leer machen, neu aufrüsten, Speere neu nachbauen. Und dann geht's wieder los. Das machen wir dann aber in der nächsten Folge, würde ich sagen. Von der Zeit her, wenn ich so auf Joko gepasst ist, ganz gut. Ist die Folge vielleicht nur ein paar Minuten kürzer als üblich. Dann kann ich jetzt in Ruhe offscreen zurück zum Boot laufen, den Weg. Da alles wieder vorbereiten. In der nächsten Folge starten wir dann gleich hier oben wieder auf dem Weg zu Relaisstation 4 rüber. Dann laufe ich auch schon mal wieder nach hier oben. Sodass wir dann hier an dem Wegweiser wieder stehen und von hier aus weitermachen können. Ich glaube, das ist ein guter Plan, ihr Lieben. So machen wir das. Okay, ihr Lieben, wie immer dann vielen, vielen Dank fürs... Hallo! Ah, ich weiß nicht, wollen wir es doch mitnehmen jetzt auf dem Weg nach Hause? Ja, lass uns doch mal... Wahrscheinlich ist es nächste Folge auf unserem Boot. Okay, wie immer, vielen Dank fürs dabei gewesen sein, fürs Zusehen, ihr Lieben. Macht's gut, bleibt gesund und tschüss und bis zur nächsten Folge.